Moin Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal beim Zweitag Berliner. Yay! Back in Business! Mit Crazy Bart, Junge. Ah, wird langsam. Geht langsam in die Richtung, wie es haben möchte. Aber das soll nicht Thema unseres Videos sein. Heute mal wieder mal ein kleiner Fanpakete-Klaus. Und zwar hat der Kevin uns ein paar schöne Sachen zugeschickt. Und der ist da ein bisschen eskaliert bei. Und das Zeug liegt jetzt hier schon lag jetzt seit 2 Wochen hier in meinem Flur, weil sich, ich glaube, die Seite hieß bücher.de, hat total feiern lassen. Da haben wir jetzt ewig noch auf eine Sache gewartet, jetzt ist die endlich gekommen. Allerdings nicht von bücher.de, sondern vom Mediamarkt. Grüße am Mediamarkt, ihr kriegt's hin, danke. Ja, und jetzt können wir mal den ganzen Spaß zusammen auspacken, denn wie gesagt, da sind ein paar lustige Sachen, hoffe ich mal, dabei. Ist ein Riesentom, ich zeige ihn euch mal. Achtung, geht los. Ja, da ist ein bisschen was gekommen. Katastrophe. So, ich würde sagen, wir gucken mal. Ich pflanze mich immer mit meinem Fettarsch auf meine Couch. Oh, da kann ich das neben dem Sitzen auspacken. Dann ist das ein bisschen geiler. So, Mate ist auch am Start. Aktuell wieder Mate-süchtig. Eine Zeit lang konnte ich mich, habe ich keine getrunken. Jetzt inzwischen wieder. Kasten steht auch schon bereit. So, warte mal, das packen wir mal. Hier ist irgendwas Wildes drin, was ich nicht zuordnen kann. Das packen wir mal später aus. Wir packen mal hier erstmal aus, weil hier sind auf jeden Fall so ein paar, ich glaube, Klamotten drin. Hier ist was Klamottenmäßiges. Hier ist klamottenmäßig was. Hier auch. Hier schauen wir mal. Also, naja, scheiß drauf, komm, ich weiß, was hier drin ist. Hier ist ein Spiel drin für den Gaming-Kanal. Gucken wir uns auch gleich noch an. Und ja, was in der Box hier drin ist, Visioni. Ansonsten wäre vielleicht auch mal kleiner Werbeklaus, also niemand soll sich gezwungen fühlen. Ich hoffe, ich verrate jetzt hier nicht irgendwelche, wie nennt man das, geheimen Daten von mir, dazu private Sache, aber ich glaube, das kann man hier machen. Wer mir hier auch mal irgendwas schicken möchte, wer da Bock hat, hier ist meine DHL-Packstation meines Vertrauens. Ich hoffe, man kann es lesen, die Kamera fokussiert. Ach, ich weiß es nicht, ich sehe es gerade selber, ich habe die hier fokussiert, Moment, tipp mal hier auf dem Display. Naja, keine Ahnung, ihr könnt es wahrscheinlich halbwegs lesen. Ja, ist aber eine DHL-Packstation. Also wenn ihr da irgendwie was bestellen wollt, dann müsst ihr darauf achten, dass das nicht mit UPS oder GLS oder wie die ganzen Vereine da heißen kommt, weil dann geht es nicht in diese Packstation rein. Ist logisch, ne? Gut, weiter geht's. Wir reißen mal den ersten Klaus hier auf. Mal gucken, was da drin ist. Schönes. Das sieht, fühlt sich wie ein T-Shirt an. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit einer Hand hier wieder machen soll. Das macht sich hier total doof immer. So, warte mal, soll ich das aufmachen? Warte mal, ich kann die Kamera hier zwischen die Beine machen, dann kann ich euch damit mit meinen Knien festhalten. Jetzt kann ich den Käse aufruppen, wie so ein 3-jähriger Klaus. Kevin hat gesagt, es soll für mich wie Weihnachten sein. So fühlt es sich auch gerade an. Ah, und da sehen wir doch schon was. Ein Simpson-T-Shirt. Alter, Kevin, danke. Also erstmal sowieso vielen herzlichen Dank an das ganze Zeug, was du geschickt hast, Bruder. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Vielen, vielen Dank. Und ich freue mich jetzt echt aufs Auspacken. So, gucken wir mal, was das hier für ein Simpson-T-Shirt ist. Ich habe eine Vermutung. Oh, warte mal. Ich muss euch mal ein bisschen höher machen, damit ihr euch das hier hinhalten kann. Ist ein bisschen dunkel jetzt, ich weiß. Warte mal, ich lege das mal auf meine Couch. Dann kann man das vielleicht besser sehen gleich. Wartet. So, ein schwarz gehaltenes T-Shirt. Simpson, die Legende lebt. Ach nee, Simpson S51 sogar. Alter, Kevin, geil. Weißt du, ich habe ja den S51. Cool, danke, Alter. So, okay, lass mal das erstmal. Also ich ziehe das jetzt nicht an. Das übersteigt, glaube ich, jetzt den, oder sprengt den Rahmen. Jetzt warte mal, ich mache mal noch hier nochmal ein Licht zusätzlich an. Das sieht hier so dunkel. Jetzt ist es, glaube ich, ein bisschen besser, weil es ist ein bisschen heller alles. Jetzt seht ihr den Fettsack hier besser. Ich werde es bestimmt mal versuchen, in den nächsten Videos immer alles mal anzuziehen, dass man es da sehen kann. Aber jetzt, ich glaube, ich wollte nicht so einen halben Fettsack hier sehen, der sich Klamotten anzieht. Muss los. So, gucken wir mal das nächste Paket. Hier ist schon etwas größer. Größerer Klaus, ein bisschen dicker. Mal gucken, bin mal gespannt. So, oder wir machen das später, wir machen das dünne erstmal. Komm, wir machen das dünne Paket. Wir machen die dicken Sachen. Die dicken Frauen öffnen wir zum Schluss. So. Bam. Hier kann ich auch wieder. Was haben wir hier Schönes? Oh, geil.
Er hat es tatsächlich bestellt. Kevin, Alter, geil. Hier kommt jetzt ein richtiger Hammer. Was haben wir hier? Also Moment. Okay, nicht so schlimm. Bruder, das ist ein richtig geiles T-Shirt, jetzt, was jetzt hier kommt. Alter, Kevin, vielen, vielen Dank. Bam, guckt ihn euch an. Moment, jetzt noch seht ihr nichts. Muss die Kamera noch anders ausrichten und euch hier irgendwie festhalten. Tada! Boah, warte, jetzt aber. Mann, Tisch. Geil. Alte Schule. Wartburg. Ostkult. Weltkulturerbe. Die Legende lebt. Ja, scheiße, dass unser 311er für den Arsch ist oder im Arsch ist. Nee, im Arsch ist, trifft es besser. So, dann machen wir nochmal jetzt hier auf der Couch. Sieht man es ein bisschen besser. Ja, mein scheiß Kissen ist im Weg. Ja, schade, dass Monika breit ist. Naja, aber wir kriegen die noch hin. Es kommt, wie gesagt, bald noch ein Real Talk Video. Da muss ich euch noch über ein paar Sachen informieren. Und das sind keine schönen Sachen, die ihr dort hören werdet. Aber da müssen wir jetzt alle durch. Bin also gespannt. So, nächstes Paket, Bruder. So, wir nehmen, hier müssen wir den, wir haben gesagt, wir machen die kleinen Sachen erstmal, machen wir das hier als nächstes. Da weiß ich tatsächlich schon, was drin ist und auf das haben wir halt ewig gewartet. Und da freue ich mich riesig drauf. Oh, bam, geil. Ich weiß, es ist was für einen Gaming-Kanal. Wer es noch nicht weiß, ich habe einen Gaming-Kanal noch als Zweitkanal. Das ist quasi unser neues Projekt auf dem Gaming-Kanal. Das hat der Kevin uns geschickt. Kevin, vielen, vielen Dank dafür. Oh, ich habe richtig Bock drauf. Wer es nicht weiß, was das sein soll, ist wie Train Simulator. Nennen wir es mal. Ja. Und ach so, nochmal vielen, vielen Dank an den Pappenklausi, auch wenn es eigentlich ein Kevin-Fan-Paket-Video werden sollte. Auch der Pappenklausi hat nochmal was springen lassen für den Gaming-Kanal. Auch das wird dann demnächst kommen. Und zwar Microsoft Flugsimulator. Mayday, Alarm im Cockpit, Zweitakt Berliner. Oder Praktikant am Steuer, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich sehe den Namen dieser Folge schon. Das wird ultra lustig. So, zurück zu unseren schönen Sachen hier. Okay, das haben wir auch. Prima. Geil. Dann wollen wir jetzt mal schauen, was in dem Ding jetzt hier drin ist. So, ich muss euch hier wieder verstauen zwischen meinen Beinen. Das klingt irgendwie falsch. So, Moment. So. Hat sich der Kevin hier echt nicht lumpen lassen. Wo hielt denn das auf hier? Ah, hier oben, glaube ich. So, warte mal, das müssen wir hier gleich mal verschwinden lassen. Zack. Nicht, dass da irgendwas draufsteht, was für ein Arsch ist. Und geil. Eine Jogginghose. Mit Simson. Guckt's euch an. Alter Bruder, Kevin. Muss groß. Ich kann es euch hier gar nicht hinhalten. Warte doch. Die irgendwie sehen. Nee, auf jeden Fall hier Jogginghose mit Simson-Logo. Er wollte mir die eigentlich mit einem Trabant-Logo bestellen. Das ging aber irgendwie nicht. Also hat irgendwie nicht funktioniert über Amazon. Warte mal, Moment. Muss die mal auseinanderfalten hier. Ich hoffe, die Sachen passen alle. Ich sag dir dann Bescheid, Kevin, ob das passt. Aber du hast ja eigentlich hier in Größe L, das ist mich ja gefragt. Größe L für die Fetten von uns. Also eigentlich müsste das gehen. Alter Vater, so, jetzt bin ich mal gespannt, was denn der... Moment, ich mach mal das Kleine mal erstmal auf, weil ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Das klingt wie ein Kartenspiel, aber es ist keins, hat er gesagt. Kann man hier irgendwie was... Nee. Oh doch, was? Was, Volkswagen? Was steht hier drauf? Volkswagen Polo Derby Golf Scirocco Jetta. Hä? Hä? Was soll das sein? Oh Mann, ey. Gucken wir mal. Bin mal gespannt. Weihnachtsklaus am Start. Ach, guck an. Ein paar Torpedosicherungen für Monika, falls wir mal wieder ein Kombi-Instrument testen müssen. Schön. Da habe ich jetzt genug. Pappenklausi hat auch schon mal welche geschickt. Ich glaube, wir haben jetzt hier gefühlt 150 Torpedosicherungen. Aber das macht gar nichts. Wir haben ja auch hoffentlich bald 150 Autos. Und dann brauchen wir 150 Sicherungen. Danke, Kevin. So, jetzt gucken wir mal ins letzte Paket noch rein.
ich jetzt hier so schüttel, ist da auch ein T-Shirt, glaube ich, drin. So, gucken wir mal. Cuttermesser Klaus habe ich mir auch schon besorgt. Oh, jetzt habe ich den Brief zerrissen. Nee, scheiß drauf. Oha. Bam. Ich habe, upsala, Kamera rutscht weg, richtig geraten. So, schauen wir mal. Hurra, hurra, der Einkauf ist da. Ja, aber so was von, Junge. Oh, das ist das, was der... Oh, geil. Moment. So. Auch in schwarz. Guck mal, da ist ein Kombi drauf, wie geil. Keine Limousine, sondern ein Kombi. Jibi! Das muss man, bei, wenn wir mit Gerd fahren, anziehen. So, nehmen wir natürlich auch mal zu den anderen noch oben drauf. Geil. Ja. Alter, Kevin. Vielen, vielen herzlichen Dank. Voll die geilen Sachen. Ich danke dir. Ich werde sie, wie gesagt, auf jeden Fall anziehen und du wirst sie hoffentlich in den Videos mal wiedersehen. Und an alle anderen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. Ich hoffe, euch hat das... Ich mache mal in dem Video hier mal, falls irgendwie das nur angezeigt werden sollte. Es gibt auch heute noch ein Hauptvideo, ja, wo wir über ein Fahrzeugtreffen nochmal latschen. Nicht, dass ihr nur das Video hier angezeigt bekommt. Es gibt noch ein anderes Video, was parallel mit dem hochkommt. Und wem das alles zu wenig Content ist, der kann, wie gesagt, gerne nochmal diesen Gaming-Kanal auschecken. Zweitakt Berliner LP. Muss mal ein bisschen Werbeklaus machen für das Ding. Momentan immer noch zocken wir da so Bass. Bald mit Train Simulator. Ne? Und was ich euch gezeigt hatte, Microsoft Flugsimulator von Pappenklausi. Und dann geht die Party da ab. Gut, Freunde, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Tschö mit Y. Wieder schauen und reingehauen. Kevin, nochmal vielen Dank. Du bist Bombe, Alter.